Heute geht es um Bewerbungsgespräche mit indischen Entwicklern. Indische Bewerbungsgespräche oder auch welche von deutschen Teammitgliedern durchgeführt werden, sind etwas anders als was man aus Deutschland kennt, weil in Indien werden Bewerbungsgespräche ein wenig anders geführt. Eine wichtige Sache, die sich unterscheidet, ist zum Teil, wenn es um das Thema Antworten auf Fragen geht. In Indien werden meistens Fragen gestellt, die technischer Natur sind. Daher wird der Entwickler meistens auch nur technische Antworten geben. Zum Beispiel, ja, wie viel Jahre, wenn man zum Beispiel fragt, was für Erfahrungen hast du? Dann werden die Entwickler Antworten geben, die hauptsächlich mit der Arbeit zu tun haben. Wenn man versucht, auf private Themen abzuweichen, dann werden die Entwickler meistens keine Antwort oder keine richtige Antwort darauf geben, weil sie darauf einfach nicht vorbereitet sind. Zum Beispiel haben wir oft das Thema, dass Fragen gestellt werden, ja, was machst du denn so in deiner Freizeit? Dann werden oftmals keine richtigen Antworten gefunden, was man so aus Deutschland kennt. Da würde man da sind die Bewerber meistens auch ziemlich darauf vorbereitet und geben gute Antworten. Daher sollte man darauf Rücksicht nehmen. Man kann solche Fragen zwar stellen, die in den privaten Bereich hingehen, um herauszufinden, wie der Entwickler so ist und ob er auch ins Team passt. Die Frage ist nur, wie er darauf antworten wird. Eventuell muss man auch ein bisschen nachbohren, damit der Entwickler auch ein bisschen freier redet. Dann die andere Sache ist die Pünktlichkeit. Meistens kommen die Bewerber zu Bewerbungsgesprächen etwas verspätet an, meistens so 10, 20 oder 30 Minuten. Der Grund liegt auch daran, weil sie die Örtlichkeiten, wo das Bewerbungsgespräch stattfindet, eventuell nicht kennen und der Verkehr in Indien ist auch ziemlich stockend zum Teil und daher kann es zu Verspätungen kommen. Meiner Erfahrung nach kommen die Manager aus Unternehmen aus Deutschland meistens auch etwas zu spät zum Interview, daher gleicht sich das meistens aus. Dann, ja, die andere Sache ist auch die, dass die Entwickler meistens kurze Antworten geben. Also aus Deutschland kennt man, dass Bewerber meistens sehr weit ausholen und sehr gründliche Antwort geben. In Indien kann es passieren, dass man einfach nur ein Okay oder Ja oder auch andere kurze Antworten bekommt. Da muss man dann entweder nachbohren oder sich halt mit diesen Antworten zufrieden geben. Was wir auch noch machen, ist meistens, dass wir von unserer Seite aus, wir sind ja hier in Indien, dass wir mit den Bewerbern dann zu einem Kaffee gehen oder zum Mittagessen, um ihn dann besser kennenzulernen. Und dann kann man auch mal ein zusätzliches Feedback bekommen. Ja, das sind meine Informationen zum Thema Bewerbungsgespräche mit indischen Entwicklern. Falls ihr weitere Fragen habt, könnt ihr einfach im Kommentarbereich eure Fragen abgeben und wir versuchen dann, diese Fragen so gut wie möglich zu beantworten. Vielen Dank fürs Schauen von diesem Video. Und falls ihr Interesse habt, könnt ihr auch diesen Kanal abonnieren, weil wir werden auch weitere Videos hier bereitstellen zum Thema Indien, aber auch zum Thema Softwareentwicklung. Vielen Dank.